never stopping. Only gave the kid one option, go to school and get a job, but it's so common all around me. So, willkommen zu einer neuen Carcare-Folge. Und heute haben wir mal ein SUV am Start, wie ihr schon gesehen habt natürlich. Ein BMW X5. By the way, ich habe eine kleine Partnerschaft angefangen mit der Garage hier. Und wenn ihr die Autos kaufen wollt, das sind alles Gebrauchtwagen, dann einfach unten in der Beschreibung stellen. Da habt ihr einen direkten Link zu der Autoseite, wo das Auto angeboten wird und alle Infos drüber. Ich mache nur das Waschen und die kriegen ein bisschen Werbung für, weil ich halt die Facilities benutzen kann. Aber das heißt für euch viele interessante Autos, die ihr sehen könnt und auch kaufen könnt in dem Sinne. Also wir gucken uns den BMW mal an und was wir heute benutzen werden und dann legen wir los, wie immer. So, das ist das gute Stück, also BMW X5, wie ihr sehen könnt, wie immer Winterdreck. Ja, seht ihr hier, Felgen sind jetzt nicht, sehen nicht so dreckig aus von Weitem, aber wenn wir nah rangehen, dann seht ihr es. Vor allem auch innen, das werden wir ein bisschen sauber bekommen. Ansonsten vorne sehen wir auch den Dreck, hier so. Natürlich hier an der Seite, ne? Und heute, wie immer, also wie gesagt, nächste Woche Dienstag hole ich, oder je nachdem wann das Video ist, nächste Woche hole ich die neuen Sachen ab, dann werden wir einen neuen Felgenreiniger, ein neues Shampoo haben. Wir werden eine Alternative zu Gloria zeigen, eine größere, weil die hat nur 1 Liter Vermögen, wir werden eine 2 Liter Vermögen vorstellen. Und, by the way, Meguiar's ist der Wascheimer mit dem Gridguard. Gridguard ist das Ding hier unten. Ich nehme es mal raus. Das ist das Teil, wenn wir später die Handwäsche machen werden, wie wir den Dreck von den vom Lappen bekommen. Aber falls ihr den jetzt schon haben wollt, Link findet ihr unten zu allen Sachen. Und heute benutzen wir auch den Felgenschrubber. Ja, original Felgenschrubber, wie ihr seht, den habe ich schon ein bisschen benutzt. Der hat schon ein bisschen gelitten. Aber legen wir los. Also, wie üblich bisher, Aluteufel Spezial grün, säurefrei, ja? Also keine Angst, die könnt ihr auf alle Felgen benutzen. Los geht's. Auch da mal rein so. Und da können wir zum Beispiel nicht ran, in die, wo die Bolzen sind. Da werden wir mit dem Felgenschrubber rangehen. Dann. Wie immer, Timelapse, los geht's. But I knew I wanted more, told my boys that we could make it to the hills. Living real, doing what I love, going day to day. But I know it takes time and I'm patiently waiting. Sometimes I contemplate, cause one day you feel so close. Indikator, man sieht's wirklich sehr, sehr gut. Ein richtig schönes, tiefes Bordeaux. Wie gesagt, je mehr Bremsstaub, desto mehr Reaktion seht ihr. Ja, wir gucken uns mal die andere Vorderfolge an, da sieht man es noch besser. Schaut mal hier. Hier sieht man es richtig. So, jetzt. Und wie immer haben alle Leute, wir gehen jetzt abspritzen. Also, los geht's. Ich gehe mal auf die Seite, damit ihr es seht. Wie ihr seht, da ist noch ein bisschen was übrig geblieben, aber das machen wir im zweiten Reinigungsgang, wenn wir mit dem Felgenschrubber rangehen. Also ich mache jetzt erstmal die anderen Felgen weiter. So, also wie ihr seht, oberflächlich natürlich sauber, aber wir haben hier noch die Stellen. Und da brauchen wir halt mechanische Wirkung. Und hier drin auch nochmal. Aber erstmal schamponieren wir das Auto jetzt ein. Dann spritzen wir es ab, wie immer. Und danach gehen wir nochmal an die Felgen ran mit dem Felgenschrubber. Also jetzt geht es ans Schamponieren. So, also wir legen den erstmal zur Seite. Und den auch. Und ich habe einen kleinen Tipp für euch. Also,
Weil ihr gesehen habt, in den ersten Videos habe ich ja so nach gut Glück reingeschüttet vom Valley Pro. Da machen wir heute was anderes. Schaut mal. So, damit wir es sehen. Fokussier mal. So, also der Becher, den habe ich aus der Apotheke. Ich bin einfach in die Apotheke gegangen, habe gefragt, haben Sie einen Messbecher, den Sie nicht mehr brauchen? Und der hat mir den gegeben. Und der hat genau 20 Milliliter. Perfekt. Das heißt, ihr müsst gar nichts kaufen. Einfach nur in die Apotheke bei euch in der Nähe gehen, fragen, ob wir so einen haben. Und den werden wir jetzt benutzen. Also, wie immer. By the way, das ist ein getunter 3er BMW. Deswegen ist er so laut. Der fährt erstmal rein. Vielleicht stellen wir den später auch irgendwann vor. Wie immer, 1 Liter Wasser. Selbstgemalter Füllstich. Kommt hier rein. Warmes Leitungswasser. Perfekt, genau 1 Liter. So. Dann. Wenn ihr es nämlich so macht mit diesem kleinen Messbecher, dann reicht euch diese 1 Liter Pulle für ewig und länger. Also, wir machen genau 20 rein. Seht ihr? Perfekt. Also, 20 rein. Becherchen rein. Und Mr. Pink, einmal ein Spritzer. Das war's. Und dann geht's wie immer Pumpe. Jetzt müssen wir noch ein bisschen umrühren, wäre auch nicht schlecht. Vergesse ich immer. Macht auf jeden Fall, stellt sicher, dass das Ding hier richtig zu ist, ne? Und auch hier vorne und so. Ah. Ich wollte ja den roten noch austauschen gegen den schwarzen. Weil der rote gefällt mir nicht so gut. Deswegen, schaut mal im letzten Video nach, da habe ich nämlich gezeigt, wie die aussehen von innen. Der schwarze hat am meisten Filtermaterial drin, deswegen hat er ein feineres Sprühbild. Ja? Deswegen nehmen wir den hier. Und hier könnt ihr vorne auch einstellen, ob das jetzt so spritzt oder so spritzt. Je nachdem, was euch lieber ist. Also ich habe so, damit man links nach rechts gehen kann. Ihr könnt es aber auch so einstellen, dass es halt von oben nach unten geht. Da war's gewesen. Und jetzt geht's los mit Shampoo. Und am Anfang ist es immer so. Hallo, Fokus. Am Anfang ist es relativ dünnflüssig. Je mehr Raum ihr drin habt, je mehr Luftraum ihr drin habt, desto mehr Druck könnt ihr aufbauen, desto schöner ist das Schaumel dann. Also, wenn wir weiter runterkommen, haben wir ein besseres Schaumel. I'ma take my time and I know it's worth it. Step by step, climbing up the surface. Yeah, I'm never gonna fall, I'ma make it to the top and that's for certain. Bevor ihr die aufschraubt, immer den Druck loslassen. Ne? Hier oben mit diesem schwarzen Ventil. Ne? Hier, da kommt der Schaum raus, ist ja kein egal. Aber wir machen kurz Pause, ich mach die zweite Flasche und dann geht's los. Und ruhig mal in die Radkästen auch mit reinsprühen. Gesagt, Felgenschrubber jetzt nochmal. Und jetzt müssen wir einfach den Restschaum von der Wäsche und die Leder einzusprühen. Wie ihr seht, je weniger Wasser drin ist, desto geiler der Schaum.
Ja, also die beiseite. Jetzt nehmen wir den Felgenschrubber und gehen nochmal genau dahin, wo wir vorhin manuell nicht reingegangen sind. Ja. Wie gesagt, das ist ein Schwamm auf dem Griff, also eigentlich ein Schwamm auf Stock, kann man so sagen. Und dann gehen wir da nochmal zu lang. Aber ich sehe schon, das ist wirklich hartnäckiger Scheiß. Ich glaube, da werden wir demnächst mal den Alu-Teufel Rot ausprobieren müssen. Ja, aber hier könnt ihr richtig schön das Felgenhorn machen. Auf die andere Seite. Und wie gesagt, heute haben wir mal BMW, ne? Weil wir zwei Audis hatten. Wir wollen ja nicht nur die Audi-Fahrer glücklich machen, sondern auch die anderen Leute. Aber das geht leider nicht ab. Da muss was Aggressiveres her, was wir heute nicht dabei haben. Aber wir spritzen das Auto jetzt ab. Ja, abspritzen. Und dann schauen wir weiter. Stopping, only gave the kid one option, go to school and get a job, but it's so common. All around me, they slaving for the bills, but I knew I wanted more. Told my boys that we could make it to the hills. Living real, doing what I love, going day to day, but I know it takes time and I'm patiently waiting. Sometimes I contemplate, cause one day you feel so close and the next is out of sight. But I know I gotta hold on tight to go back to. So, jetzt nochmal schnell angucken, die Suppe hier, die hier lang fließt, wie dreckig die ist. Wie gesagt, das haben wir leider nicht abbekommen. Das ist wirklich, das ist Teer. Ja, das ist nicht mehr Bremsstaub. Aber auf jeden Fall sehr viel sauberer als vorher. So mit dem Zoom rausgehen. So. Sieht doch ganz gut aus, oder? Auf jeden Fall besser als vorher. Ja, hier seht ihr nochmal den gestrigen Dreck. Guck mal hier. Hätte das alles was Braunes hier? Und by the way, falls ihr euch fragt, wieso das in hier einfach so abfließt, da ist eine Waschdings drin, das geht alles in denselben Kreislauf hier unten rein. Also vor dem Gebäude waschen ist genauso gut wie draußen. Aber alles sauber, Trittbretter auch sauber geworden. Hier, da hat sich eine Menge Dreck angesammelt, das ist auch alles weg. Ja. Gehen wir hinten lang. Ich habe euch leider nicht hinten gezeigt, wie dreckig das Ding hinten war. Aber er ist sauber. So, und jetzt wie üblich gibt es noch ein bisschen Clean Car Porn, weil Dirty Car Porn habt ihr schon gesehen. Und das war's. Die Produkte wie immer unten in der Beschreibung. Und ja, wenn ihr was kauft, würde mich freuen. Support ist kein Mord und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Und wie gesagt, ich werde euch sehr viele verschiedene Autos präsentieren. Ihr seht, meine Finger sind dreckig. Das heißt, ich muss mir auch Handschuhe kaufen. Aber das kommt alles nach und nach. Also, subscriben, liken, teilen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Pedro, hit it, Pedro! And they won't believe I'm doing it unless I got a record deal. And they only think it's worth it if the music is gonna pay the bill. So how do I tell my fam I'ma make it when they never gonna know it's real? I'm going alone and I never gonna stop and I know I'ma get that mass appeal. I got it, never doubt it. They gonna find out I'm about it when I'm gonna come up and they know my name. Not up in the game and I got that aim. But it's more than a woman in a chain and a fame. I've been putting my life in the words. Knowing my story, they don't even know me.